Die neue Xbox One von Microsoft soll ab November in den Läden stehen. Microsoft setzt bei der Spielekonsole auf exklusive Spiele. Sie sollen noch realistischer und detailgenauer sein. Außerdem soll die Xbox One als Multimedia-Zentrale inklusive Chatfunktion und TV-Anbindung fungieren. Die Konsole soll in Europa 499 Euro kosten. Datenschützer kritisieren aber bereits, dass Spiele nur 24 Stunden ohne Internetverbindung spielbar sind. So will Microsoft auch kontrollieren, ob Spiele gebraucht gekauft wurden und sie gegebenenfalls blockieren. Sony will die PlayStation 4 ebenfalls zum Ende des Jahres auf den Markt bringen. Die Spielkonsole soll 399 Euro kosten und ist damit deutlich preiswerter als das Konkurrenzmodell von Microsoft. Sony verzichtet auch darauf, dass die Konsole mit dem Internet verbunden sein muss, damit die Spiele funktionieren. Der Fokus der neuen PlayStation soll zwar weiterhin auf Spielen liegen, Sony will aber auch Filmangebote exklusiv für die PlayStation 4 anbieten. Darüber hinaus soll die Konsole auch auf TV- und Musikinhalte zugreifen können. Die Bundesregierung spart dank der Niedrigzinsen für Staatsanleihen. Bis 2014 spart die Bundesregierung voraussichtlich 100 Millionen Euro Zinsen. Bereits seit 2009 bis heute hat der Bund 80 Milliarden Euro eingespart. Noch in diesem Jahr könnte nun die Marke von 100 Milliarden durchbrochen werden, so eine Studie des Instituts für Weltwirtschaft.